Mobilität ist für viele wichtig, auch im hohen Alter. Fahrlehrer Ernst Pschybilla überprüft regelmäßig Senioren im Straßenverkehr, ob sie noch fitte Fahrer sind. Und das hat mir gar nicht gefallen, Udo. Hier war rechts vor links. Also wenn das jetzt eine offizielle Prüfungsfahrt wäre, wäre es zu Ende gewesen. Eine Altersbeschränkung zum Autofahren gibt es in Deutschland nicht. Dabei steigt laut Auswertungen von Versicherungen das Unfallrisiko bei Senioren. Sicherheitstrainings sind genauso freiwillig wie die Abgabe des Führerscheins selbst. Jawohl. Ernst Pschybilla ist seit Jahrzehnten als Fahrlehrer aktiv und gehört zu Deutschlands ältesten Fahrlehrern. Mehrmals im Monat hält er spezielle Vorträge für Senioren. Das Thema heute: Sicherheit im Straßenverkehr. Ältere Verkehrsteilnehmer über 65 schneiden in der Unfallstatistik nicht gut ab. Ihr Ruf ist daher schlecht. Mit diesen Veranstaltungen wollen wir dagegen wirken, dass sich auch die breite Masse der Senioren informieren kann, was hat sich verändert, was habe ich mich verändert, in welcher Richtung, wie hat sich die STV verändert, was hat sich an der Technik verändert. Und das macht an sich mehr und mehr immer Zulauf an den, von den Teilnehmern, die da kommen, ja, die also da immer wieder das Neueste wissen möchten. Die anderen hatten. Das macht natürlich mir persönlich auch Spaß, als Fahrlehrer, der 47 Jahre Fahrlehrer war in allen Führerscheinklassen. Und warum nicht auch jetzt in der Ruhephase solche Seniorenschulungen durchzuführen? Fahrlehrer Pschybilla appelliert an die Vernunft der Senioren. Denn Unfälle sind keine Seltenheit. Wie 2017 in Wendlingen, Baden-Württemberg. Ein 77-Jähriger verwechselt Gas und Bremse und kracht in eine Tankstelle. Und im Oktober 2021 in Hamburg kracht eine 85-Jährige mit ihrem Auto in ein Wohnzimmer. Auch tragische Unfälle mit Todesfolge gehören zum Alltag auf Deutschlands Straßen. Man muss zu sich ehrlich sein und muss sagen, ich habe Sehprobleme. Ich habe Reaktionsprobleme. Wo liegt die Ursache, dass ich nicht mehr gut sehe? Dass ich mir selbst sage, bin ich noch in der Lage, Auto zu fahren? In Pschybillas Heimatstadt Rudolstadt, Thüringen, sind heute rund 20 Senioren zur Verkehrsschulung angemeldet. Alle hier Anwesenden sind freiwillig gekommen. Was erwarten Sie vom Kurs? Welche Defizite haben Sie am Steuer? Man erfährt was Neues im Straßenverkehr, wenn sich was geändert hat. Meine Frau ist da sehr kritisch und sie hat recht. Ja. Wenn ich also, sagen wir mal, wir fahren durch den Wald, wir sind sehr tierliebend, dann sagt sie, ich fahre runter, 30, 40 maximal. Wenn ein Reh kommt, du kannst nicht mehr bremsen. Und da fahre ich dann meistens 50, weil mir 30 doch zu lange, zu langsam ist. Aber sie hat recht. Beim Abbiegen besonders aufpassen und in fremden Städten das zurechtzufinden. Da muss man mehr üben und sehr aufpassen dabei. In dem Vortrag geht es vor allem um die korrekte Selbsteinschätzung. Die eigenen Fahrfähigkeiten sollten Sie dem Alter anpassen. Die Reaktionsfähigkeit ist eine häufige Schwäche bei den meisten Teilnehmern, wie auch die abnehmende Hör- und Sehfähigkeit. Wenn der Blinker nicht an ist, sind wir immer wieder der Meinung, der fährt geradeaus. Und wir haben ja solche Beispiele hier in Rudolstadt, mehrere. Aber du blinkst noch. Immer, ja. Ja, also ich bemühe mich. Aber das blinkt nicht so sehr eindeutig. Gut. Das geht abkriegen der Hauptstraße. Musst du blinken oder nicht? Dann lassen wir mal diese Frage im Raum stehen und mal sehen, was die Teilnehmer dazu sagen. Selbst wenn ich nicht blinken muss und ich blinke, mache ich es richtig. Wichtig für Ernst Pschybilla ist der Austausch in der Gruppe. Nur so kann er Unklarheiten beseitigen. Es ist traurig,
dass es immer wieder Kraftfahrer gibt, die zeigen das. Brauche ich nicht, ich weiß das, ich fahre schon 50 Jahre Auto und das muss ich nicht. Ja? Und wenn ich dann eine Zwischenfrage komme, wie ist die Vorfahrtsregelung? Was zeigt mir die unterschiedliche Fahrbahnmarkierung? Ja, das weiß ich nicht. Ja? Und dann wissen sie eben nicht dazu konkret was zu sagen. Da haben sie dann ihre Probleme. Gesetzlich verbindliche Schulungen für Senioren sind für den 77-Jährigen vorstellbar. Genauso wie für Kursteilnehmer Ulrich Willenbrink. Der Rentner will sein Auto noch lange nutzen. Aus seinem Bekanntenkreis haben bereits einige die Fahrerlaubnis abgegeben. Für ihn eine bedrückende Vorstellung. Ich brauche das Auto oder ich benutze es gerne. Ich habe es gerne. Es ist das Mittel, um mich überall hin ungebunden bewegen zu können. Es ist schon ein Stück Lebensgefühl, nicht die Möglichkeit, ins Auto zu steigen und zu fahren. Ich möchte mir die auch noch, wenn möglich, viele, viele Jahre erhalten. Ulrich Willenbrink fährt seit über 50 Jahren Auto und hatte bislang noch nie einen Verkehrsunfall. Die deutschlandweite Statistik weist hingegen bei Fahrern über 70 einen deutlichen Anstieg an Zusammenstößen auf. Laut Auswertungen von Versicherungen sind Rentner bei einer Unfallbeteiligung in 3 von 4 Fällen auch die Unfallverursacher. Die Kritik an Senioren möchte Ulrich Willenbrink durch seine eigene Fahrweise entkräften. Ich glaube, dass ich noch sicher bin, oder ich sag mal so, ich richte mein Verhalten so ein, dass ich für mich und für die anderen Verkehrsteilnehmer kein Risiko darstellen kann. Und ich versuche auch immer aktuell über die Verkehrsrechtsvorschriften Bescheid zu wissen. In der Schulung, die auch Ulrich Willenbrink besucht, geht es vor allem um Theorie. Praxisstunden, bei denen der Fahrlehrer auch eine Fahrt begleitet, sind eher die Ausnahme. Wenn es nach mir ginge, würde das sogar rechtsverbindlich verlangt werden von Kraftfahrern. Zumindest ab einem bestimmten Alter, dass man sich die Straßenverkehrsordnung oder die Präzedenzurteile, die gefällt worden sind, oder Unfallanalysen, dass man sich das anhören muss. Ich könnte mir vorstellen, ab 70 mit Sicherheit. Die europäischen Länder gehen mit dem Thema ganz unterschiedlich um. In Deutschland und Frankreich gibt es keine gesetzliche Altersbeschränkung für Führerscheinbesitzer. Damit gehören sie zur Minderheit in Europa. In den meisten europäischen Nachbarstaaten gelten hingegen strengere Regelungen. In Spanien müssen sich alle Personen über 65 alle 5 Jahre vom Allgemeinarzt und Augenarzt untersuchen lassen. Italiener erbringen diesen Nachweis mit steigendem Alter immer häufiger. Ab 70 im 3-Jahres-Abstand. Selbstauskünfte sind in Norwegen und Schweden notwendig. Und zwar für alle Fahrer, unabhängig vom Alter. Seit mehr als 25 Jahren leitet Günther Bernhard hauptberuflich Trainingseinheiten in allen Altersklassen für den ADAC. Generation Plus Training. Das heißt Senioren hinterm Steuer. Und ja, die haben ein bisschen ihre Eigenarten, klar. Ja. Technik ein bisschen so, ja, sind die nicht ganz so firm, wie das vielleicht die junge Generation ist. Ne. Dann natürlich der ganze Bewegungsapparat schon ein bisschen eingeschränkt, je nach Alter, was uns da erwartet. Ne? Also sagen wir mal so, der Blick, Sehen, Sehfähigkeit, Reaktion wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so sein in jungen Jahren. Und ja, mit dem müssen wir halt ein bisschen umgehen. Guten Morgen, Günter Bernhard, hallo. Sind Sie so lieb und packen in die rechte Spur rein? Ja, super. Die älteste Teilnehmerin und einzige Frau der heutigen Gruppe in Koblenz ist Alexa Hubert. Dass ich merke, ob ich sicher bin oder nicht. Ein bisschen geht's ja schon.
Ist ja schon eine Ecke, die man fahren muss, ne? Kursleiter Günther Bernhardt gibt einem Schüler bei schlechten Fahreigenschaften durchaus die klare Empfehlung, das Auto in Zukunft besser stehen zu lassen. Zunächst mal herzlich willkommen zu eurem heutigen Generation Plus Training. Was erwartet ihr heute? Tja, das ist ganz schwierig. Wenn ich hier so das Gelände sehe, ist ja nicht besonders groß. Also weit und lang fahren wir nicht. Ne? Ja. Muss man sicher ins Auto einsteigen. Okay. Und auch mal jemanden mitnehmen mit anderem Gefühl. Mhm. Okay. Bei mir sind es die Enkelkinder oder mal Freunde. Mhm, genau. Da will ich schon wissen, wo ich stehe. Mhm. Okay. Ich hätte es gern von euch, dass er hier an den Hütchen mal eine Notbremsung macht. Heißt das also hier Vollbremsung? Ja, genau. Okay. Also macht ihr mal so, was ihr unter dem Wort Vollbremsung genau. So versteht. Ja. Gibt ja mal so einen ganz einfachen Versuch, den machen wir nachher mal, wenn ihr gebremst habt. Also das merkt so, wenn ich was für euch will, manche interpretieren das ein bisschen anders. Die erste Übung, eine Vollbremsung. Da geht aber noch mehr. Das hat man also schön gesehen. Erster Blockierer war hier. Das waren schon mal 8 Meter verschenkt. So, der nächste kann. Schön den BMW weiter und ab den Hütchen. Klassiker, reingebremst und gelöst wieder. War die klassische Fahrerflucht. Und der nächste. Das Ding ist so hart, bis es irgendwie geht raus und schön drauf. Ich war nicht weit hin noch dran. Das war das gemütliche Anhalten. Da waren wir ganz weit weg von der Vollbremsung. Auto ging aus. Kupplung vergessen. Das heißt, was war da falsch? Motorik. Ganz weich gebremst und die Kupplung vergessen. Achso. Was habe ich falsch gemacht? Pass auf, du hast schon 20 Meter vor meinem Hütchen schon gebremst. Oh. Aber du hast gebremst wie an der roten Ampel, wenn man die schon rechtzeitig sieht. Dieses. Ja. Voll. Das fällt. Das muss man deswegen nicht regelt dein ABS-Organ. So. Dein ABS tut nichts. Okay. Dein ABS, der sagt, der Fahrer will ja nur gemütlich anhalten. Der will ja gar keine Notbremse. Ich trau mich. Was heißt? Muss ich nochmal? Trau dich. Ja. War gar nicht so schnell. Das reicht schon. Weiter. Und zack! Einmal kurz angebremst, aber nur einmal kurz und dann hast du wieder gelöst. Darfst die Bremse nicht lösen, weil es gibt immer längere Bremsen. Ja, ich habe mich jetzt erschrocken, dass da jetzt so eine Bewegung drin ist. Das habe ich noch nie gemerkt. Nach anfänglich zögerlichen Versuchen gelingen die Vollbremsungen immer besser. Kursleiter Günther Bernhardt ist zufrieden mit der Entwicklung der Gruppe. Und dann. Jawohl, ja. Gut. Man hat viele Versuche notwendig, aber man muss sich halt immer im Klaren sein, draußen hat man halt nur einen. Das ist der große Unterschied zum Training. Wie bewerten Sie insgesamt die Fähigkeiten der Gruppe? Ja, es ist normal, sagen wir mal so. Wenn man es kennt, das ganze Ding. Ein junger Mensch macht sich vielleicht weniger Gedanken um die Geräusche, was da passieren. Ne? Die Älteren reagieren ein bisschen sensibler drauf. Ne? Auch da habe ich losgelassen, weil da war so ein komisches Geräusch. Ich dachte schon, das Auto geht kaputt. Ja, das schlägt unheimlich. Ja. Aber dieses Bremsverhalten habe ich noch nie so gespürt. Anders als auf dem Trainingsplatz in Koblenz geht Udo Dittrich an die Sache ran. Der 81-Jährige besucht regelmäßig die Seniorenschulungen von Fahrlehrer Ernst Pschibilla. Heute wird er zudem eine Fahrstunde mit dem Fahrlehrer an seiner Seite durch Rudolstadt nehmen. Eine Einschätzung von einem Fachmann ist ihm wichtig, um seine Schwächen zu erkennen. Sein Fahrzeug möchte Udo Dittrich weiter nutzen, denn er ist darauf angewiesen. Selbst Fahrten von mehreren hundert Kilometern von Thüringen nach Südbayern unternimmt er noch regelmäßig. Ich höre noch gut, sehe noch gut, toi, toi, toi. Aber man merkt eben dann doch gewisse Beeinträchtigungen.
beim Einsteigen, Aussteigen und so weiter, weil ich nun im Mini fahre, der ist sehr tief. Und unser Fahrlehrer der sagt ihm auch immer, es wäre immer schön, im Alter etwas höheres Fahrzeug zu wählen, wo man dann etwas höher sitzt und beim Aus- und Einsteigen dann ordentlich raus und reinkommt. Nachtfahrten gehören bei ihm mittlerweile der Vergangenheit an. Zu anstrengend sind die blendenden Lichter des Gegenverkehrs. Die Kurse, die er besucht, haben keine rechtliche Relevanz gegenüber Versicherungen. Aber sie geben ihm Sicherheit. Und man muss immer noch dazulernen, es gibt mir was und gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Und dann ist es auch ganz angenehm, wenn man ja mal angehalten wird durch die Verkehrspolizei, dass man dann auch sein Stempelkärtchen vorzeigen kann, dass man eben an der Verkehrsteilnehmerschulung dann teilgenommen hat. Der 81-Jährige macht sich auf den Weg zu seiner begleiteten Fahrstunde. Ich freue mich auch und bin auch gespannt, weil der Fahrlehrer mit mir eine kleine Fahrt machen will, ob ich da so richtig sattelfest bin. Ganz anders ist die Situation bei Martin Petzold. Seinen Führerschein hat der 85-Jährige vor wenigen Monaten verloren. Also hier ist das mit dem Verteilerkasten passiert. Indem ich beim Rückwärtsfahren oder Wenden, rückwärts kann man ja auch wenden, den Sockel des Verteilerkastens touchiert habe. Nicht angefahren, touchiert. Und deswegen ist auch an der Stoßstange meines Autos keine Schramme entstanden. Schleifspuren an seinem Auto gibt es. Aber ob diese zum Tatvorgang passen, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich habe den Führerschein verloren, obwohl dieser Verteilerkasten zur Hälfte auf meinem Grundstück stand. Trotz Behindertenausweis und altersbedingter Schwächen will Martin Petzold weiterhin Auto fahren. 2,7 Millionen Kilometer Fahrerfahrung weist der Witwer vor. Ich hatte ein Hüftgelenk bekommen, obwohl die Fachleute später gesagt haben, ich hätte gar nicht operiert werden brauchen. Ich habe nur ein falsches Medikament gekriegt. Gegen den Führerscheinentzug geht Martin Petzold nun per Anwalt vor und hat beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Laut Gerichtsschreiben haben sich auch Nachbarn anonym über seine Fahreigenschaften beschwert. Selbstständig zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen zu fahren, ist ohne eigenen Führerschein nun nicht mehr möglich. Er ist seitdem auf die Unterstützung von Bekannten angewiesen oder fährt kurze Strecken mit seinem Elektromobil. Zum Friedhof würde ich in Zukunft mit dem fahren, das heißt auch mit einem verbesserten Modell, weil ich da nicht erst aussteigen muss. Nicht? Aus dem Auto muss ich ja dann aussteigen, Klappe hoch, Rollator ausladen. Das ist dann umständlicher. 67 Jahre nach dem Erwerb des Führerscheins fällt ihm die Umstellung schwer. Er hat ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung verloren. Aber jetzt ist das Autofahren eben nur, dass man das Gefühl hat, man ist mobil.
Man ist nicht so sehr eingeschränkt. Und es kann auch mal sein, dass es heißt, Mensch, vielleicht doch mal nach Hamburg oder sogar nach Berlin ins Konzerthaus. In Koblenz wartet auf die Gruppe des Generation Plus Trainings als nächstes die Ausweichübung. Eine kurze Reaktionszeit und die Kontrolle über das Fahrzeug sind hierbei entscheidend. Es sind wichtige Kompetenzen, die auch im realen Straßenverkehr gefragt sind. Die Beine von 2-3 Kamera. Bremse haben wir es ganz vergessen. Die habe ich ganz vergessen. Das ist gut gelenkt. Ja. Du möchtest aber eine Vollbremsung zu deiner Lenkung. Ach ja, haben. Stimmt. Mache ich. Die Wasserfontäne stellt eine plötzlich auf der Fahrbahn auftauchende Person dar. Die Teilnehmer müssen ausweichen und gleichzeitig zum Stillstand kommen. Damit haben die Teilnehmer sichtlich ihre Schwierigkeiten. Ja, genau. Du hast das Bremsen konzentriert, das Bremsen war super, aber du hast den komplett vergessen. Stimmt. Das ist mies. Es war alles dabei, die ganze Bandbreite. Ja. Aber das ist normal. Da muss ich sagen, war es so faszinierend von dem Wasser, was hochkommt. Und dann hat man irgendwie die Koordinierung, habe ich nicht so richtig hingekriegt. Und das müsste man natürlich noch dran arbeiten. Ne? Die Ausweichversuche werden besser. Aber vollständig zufrieden wirkt Trainer Günther Bernhard nicht. Die ist immer noch der Nicht-ABS-Modus im Kopf. So, kommt mal mit. Jetzt kommt die Schönste. Kommt mal mit in die Gasse wieder. Und jetzt rollt er eine über diese Platte hier drüber. Und genau in dem Moment, wo die Hinterachse hier ist, Vorderachse schon da drüben, kommt dieser berühmt-berüchtigte Tischtucheffekt. Also ich ziehe euch nur da hinten die Hinterachse. Entscheidend ist die richtige Reaktion beim Schleudern. Das ist die Frage, wie geht ihr damit um? Nicht pokern und nicht hellseherische Fähigkeiten reinpacken, sondern nur gucken, was tut das Auto. Und dann muss ich die entsprechende Gegendroge haben dafür. Wir als ADAC sagen eindeutig, nee, macht euren Fahrtauglichkeitscheck und entscheidet es selber. Mal gesetzlich da was so, zu inszenieren, sagen, ab was vom Alter setzt man das ein? Ab 60, ab 70, ab 80? Na, was hat der vorher beruflich gemacht? War er Berufskraftfahrer? War er vielleicht 50 Jahre von seinem Leben irgendwo mit dem LKW unterwegs? Der wird ganz anders Auto fahren, in einem bestimmten Alter. Also ganz schweres Thema. Fahrlehrer Ernst Pschybilla begleitet heute Udo Dittrich auf einer Fahrt durch Rudolstadt. Die Fahrt ist freiwillig. Der 81-Jährige will wissen, wo er steht. Der Blick nach links war jetzt Gold wert. Ja, ja, das macht immer besser. Und jetzt fahren wir rechts. Ist immer besser. Und die nächste wieder links abbiegen. Aha. Ich hätte dir den Blinker jetzt angelassen. Aha. Der Blinker sollte anbleiben, bis die Kurvenfahrt beendet ist. Aha. Hätte ich noch mal nachdrücken müssen. Richtig. Danke. Plötzlich schleichen sich kleine Fehler ein. Und das hat mir gar nicht gefallen, Udo. Hier war rechts vor links. Das habe ich nicht gesehen jetzt. Das war nicht. Das war, ich habe jetzt so konzentriert. Ja.
Also wenn das jetzt eine offizielle Prüfungsfahrt wäre, wäre es zu Ende gewesen. Nicht beachten der Vorfahrt von rechts. Ah. Der Hinweis war doch gut und die Geländestraße wird dann oft unterschätzt. Und da kann einer kommen und dann, wenn der nicht aufpasst, genau wie ich. Auch Fahrlehrer Ernst Pschibilla lässt sich regelmäßig bei Fahrten beobachten. Der eine Sohn von uns ist auch Fahrlehrer und der sagt, Vater, wenn ich dies und jenes bei dir merke, wir fahren sehr oft zusammen, weite Strecken, ja, dann sag ich sag, dann musst du mir das sagen, was dir jetzt nicht gefällt. Ja, und da fahre ich mit dem Sohn und der sagt mir das dann ganz klar und deutlich, Vater, das war Mist jetzt. Was fährst du denn hier so langsam? Denkt der 77-Jährige denn selbst ans Abgeben des Führerscheins? Für mich kommt das auch einmal. Das ist eine ganz normale Sache, dass ich dann auch mein Fahren reduzieren werde. Also weite Strecken, Autobahnfahrt, hohe Geschwindigkeit werde ich nicht mehr fahren. Ja, aber das ist noch ein bisschen hin, sage ich. Ich habe noch nicht die Einschränkung, von denen ich bei den Senioren spreche. Wann der richtige Zeitpunkt zur Führerscheinabgabe ist, ist ohne klare Kriterien schwer zu bestimmen. Udo Dittrichs Fahrt durch Rudolstadt mit Ernst Pschibilla an seiner Seite neigt sich dem Ende entgegen. Die Auswertung ist ganz realistisch. Der Schwachpunkt, nicht beachten der Vorfahrt. Wobei ich sagen muss, er hat die Grundlage dazu, weiter Auto zu fahren. Stopp. Hier hätte ich jetzt angehalten, aha, wo der hier rausfuhr. Aha. Stehen bleiben, das ist das Thema, was wir hatten. Aha. Lieber stehen bleiben. Stopp. Aha. Nee, ich habe gedacht, er hat noch genug Platz. Nicht denken, wissen. Aha. Ja, und wenn es dann zum Crash kommt, ja, dann ärgern wir uns und sagen, hätte ich doch nur, wäre ich doch nur, warum bin ich nicht stehen geblieben? In Pinneberg bespricht sich Martin Petzold mit Rechtsanwalt Ralf Wassermann. Der 85-jährige Rentner hatte aus seiner Sicht nur einen kleinen Vorfall auf dem eigenen Grundstück und ist nun seinen Führerschein los. Also der Fall von Herrn Petzold ist aus meiner Sicht problematisch, weil Herrn Petzold wird eine Sachbeschädigung vorgeworfen, die vom Tatbestand, wie Herr Petzold mir erläutert hat, auch relativ unklar ist. Das Fahrzeug hat gar nicht die Beschädigung, die eigentlich erforderlich wären, wenn er diesen Unfall in der Form begangen hätte. Es ist wohl unstreitig, dass es ein kleiner Rempler mit einem Stromkasten war. Aber der behauptete größere Schaden, der lässt sich für mich nicht so ganz nachvollziehen. Man hat hier den Eindruck, dass eventuell das Alter von Herrn Petzold mit herangezogen wird. Martin Petzold hat gegen den Entzug der Fahrerlaubnis Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht eingereicht. Mein persönlicher Eindruck ist auch, dass Herr Petzold ganz wach ist und wirklich fit ist. Er hat nur das Problem gehabt, dass er vielleicht einmal eine Bemerkung getätigt hat gegenüber den Polizeibeamten, aus dem humorvoll gemeint. Und dass es hier vielleicht einige Nachbarn gibt, die ihm nicht wohlgesonnen sind, die eben auch Äußerungen getätigt haben, dass er nicht mehr so sicher fahren würde. Martin Petzold glaubt fest daran, schon bald wieder im Besitz seines Führerscheins zu sein. Neben juristischen Fragen müsste er dafür jedoch eine Fahrprüfung mit einem Fahrlehrer absolvieren. In Koblenz steht noch die Schleuderfahrt an. So, da würde ich sagen, der Erste kann schon mal los. Lass dich da mal bitte. Fahr einen kleinen Tick schneller drüber, wie seid ihr. Weiter, 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 weiter. Gas weg. Jawohl, sauber gekämpft. Wenn der Fuß jetzt noch von der Bremse wegbringt, schon vor einfahren. Und die Bremse zu.
Da war es ein Hauch zu spät dran. Also das Lenken war schon mal richtig gut, es war knackig, war viel, aber ein Hauch zu spät reagiert. Alter, wenn jetzt schlafen, dann ist Feierabend. Ja, gut. Das war jetzt schlecht, würde ich sagen, weil ich habe zwar eingelenkt, aber der ist ja halt rumgerutscht. Ja. Klappt jetzt das richtige Zusammenspiel aus Lenkverhalten und Bremsen? Noch aber etwas. Ich würde sagen, wenn es so auffallen würde, dass ich jetzt hier jedes Mal bei jeder Übung hier Katastrophe abgeliefert hätte, dann würde ich sagen, dann musst du mal Gedanken machen, ob du die Sache dann nicht lässt. Und dann kann ich mir für den Preis, was Auto, Versicherung und Dinges, dann eben mal doch eine Taxe leisten. Diese Gruppe ist laut Günther Bernhard fit genug, um weiter Auto zu fahren. Sollen also Senioren so lange mobil sein, wie sie möchten? Es muss ja im Endeffekt jeder selber entscheiden, was er draus macht oder draus was macht. Ob er sagt, ich habe die Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich habe den finanziellen Hintergrund, da sage ich, kann man Taxi leisten oder irgendwas. Aber es muss halt immer der Mensch selber entscheiden.